Locker, wir kennen Robi von der Katamarans und ich sage hallo, ich bin der Marc. Erzähl mir doch etwas. Also hier haben der Trimaran, das ist keinem Island von uns. Ah, das ist gar kein Katamaran, das ist ein Trimaran. Drei Rümpfe über See, Trimaran. Ah, ja. Ist letztendlich ein Kajak-Hybrid, Segelboot-Kajak-Hybrid, mit dem halt eine 8,5 Quadratmeter Segelfläche auf dem Leben. Ich habe unsere Mirage-Preis, das heißt Flautenschieber in Anführungsstrichen. Wenn mal kein Wind ist, kann ich damit, komme ich immer in den sicheren Hafen zurück. Genau, ich kenne mich ein bisschen aus, das ist eure eigene patentierte Pedalo-System. Genau. Ja, also hier gibt es auch bei, also was ist das hier? Das hat es das gleiche? Genau, das ist ähnlich, da haben wir unseren Antrieb eingebaut in ein Stand-Up-Paddleboard, wo ein Handlebars oben drauf gesetzt. Und ein Inflatable quasi, auch. Genau, einmal Feststoffrumpf, einmal aufblasbar und ist quasi ein Stepper, den du so im Gym findest. Jetzt, ich komme auch mit der schwierigen Frage, tut mir leid. Okay. Ich bin ein Kunde, wohne in der Schweiz direkt am Wasser. Das ist genau, was ich suche. Ja. Kann ich das im Frühling aufpumpen und aufgepumpt lassen und nach der Sommer wieder Luft raus? Oder wie muss ich das jedes Mal neu aufpumpen? Nee, du kannst schon Luft drin lassen. Ich würde, wenn ich es lager, würde ich ein bisschen Luft rauslassen. Ja. Etwas weniger Druck. Und ist das 15 PSI oder so, wie in SGP? 10 PSI. Okay, also das ist der Inflatable und das ist hier der harte Variante. Genau. Und der Junior muss nicht ins Bild. Dann, das sieht hier super spannend aus hier, mit noch Schatten, oder? Hier kannst deinen Hund mitnehmen, hier kannst du dein Bimini mitnehmen, damit du in der schweizerischen Sonne nicht verbrennst. Also in der Schweiz, Ehrenwort, in der Sommer, das ist keine Hitzewelle mehr, wenn es 37 Grad ist. Das ist jetzt normal in Europa, oder? In der Sommer haben wir 37, ja? Ich fahre jetzt elektrisch, damit ich den Planeten rette. Also das schneiden wir aus dem Video. Das hat auch den gleichen Antrieb. Genau, immer ist der gleiche Antrieb. Ist, wie funktioniert das dann? Die Mirage 480. Oh, hoppla, ja. Ja, der kann vorwärts. Genau, weil ist das seriös. Schon vor mehr als 7 Jahren habe ich in Stockholm das mal irgendwo gemietet. Ja. Und das ist so schnell. Ja. Es ist blitzschnell. Das hat immer mehr Kraft in den Beinen als in den Oberarmen. Ja. Und die Flippers, die gehen also nicht vorwärts oder rotieren, die machen seitwärts. Flexen hier unten, wenn der Wasserdruck draufkommt, von die ganzen Flexen, die Pinguinfälle, und sorgen für den Vortrieb. Ja, das geht vorwärts, aber auch rückwärts. Auch rückwärts, Nee, es ist, also volle Kraft vorwärts und volle Kraft rückwärts. Ja. Wie heißt es, dieses spezielle Modell hier? Das Mirage? Das links, unser neues links, wiegt nur 20 Kilo. Rumpf ist 20, super. Okay. Ja. Für zwei Personen können es innen und außen alleine, alleine kann ich das ohne weiteres aufs Autodach legen und auf die Schulter zum Wasser tragen. Also ich finde es, sorry für mein Deutsch, ein super geiles Produkt für die Schweiz hier. Auch noch ein bisschen EVA hier, dass man barfuß drauf geht. Ja, und da geht so ein bisschen der Trend hin. Ja. Ich will irgendwie schneller am Wasser sein, ich habe nur wenig Zeit, ein paar Stunden und will da nicht großartig rumrödeln. Ich packe mir 20 Kilo unterm Arm und gehe ans Wasser. Und Hund oder ich kann meine Kinder zum Spaß Hund drauf haben. Ich nehme meinen Hund auch mit. Paddler geht auch noch. Ja. Was ist das hier? Das ist eine, wir nennen es eine Track. Okay. Kann ich jetzt hier, wenn ich umdreht. Routenhalter installieren, Fischfinder, wenn ich angel. Ja. Und alles mögliche, alles Zubehör. Und kann mir das Boot wieder. Das Graue dort drüben ist auch links. Ist nur ein bisschen ausgestattet, ne? Anders ausgestattet. Und kann man das als Fishingmaschine. Ehrlich gesagt, das würden wir nicht so viel verkaufen. Ja. Weil das sind wirklich einzelne Dinge. Aber so der links da mit dem Bimini, das sehe ich vor mich. Freizeitbereich. Ja, herrlich. Ja. Und dann, was mir am meisten interessiert, sind die Inflatables, wenn wir da noch kurz hingehen können. Genau, so eigentlich der zwei Personen hier, die möchte ich gerne in unserem Testcenter. Wir haben so in der Sommer, so ab April bis Oktober mittlerweile ist das gutes Wetter, dass die Leute bei uns vorbeikommen. Ja. Identifiziere und dann können sie mal eine Stunde weg oder 2 Stunden und wir müssen sie suchen nach 2 Stunden, das gibt's alles, ja. Und die hat zwei Systeme. Genau, das System ist immer identisch, das Grundsystem ist immer gleich. Die Hubis kommen immer mit unserem Finnenantrieb, mit dem Mirage Drive. Hier in dem Fall mit zwei. Mhm. Hinten sag ich immer, sitzt der Captain, hinten bedient die Ruderanlage. Ich kann auch Ruder aber alleine raus, wenn ich hier möchte. Moment mal. Hier muss man ein bisschen näher rangehen. Hier ist das Steuerung. Genau. Ja, ich verstehe. Das ist das Ruderblatt.
Ja, alles klar. Hier auch wieder mal, ich versuche immer ein bisschen praktisch mitzudenken, die Leute wohnen am Wasser, die haben so ein Ding, die lässt man nicht ins Wasser liegen, oder? Nach dem Session nimmt man die raus, die würde ich mal rausnehmen. Eine vorne, eine hinten. Eine vorne, eine hinten. Und dann sicher auch 20 Kilo, denke ich, gell? Ja, wenn ich zu zweit bin, dann habe ich hier, was habe ich hier, 15 Kilo, die ich... Okay, ja. Geht ja so, ja. Ja. Und die eine Person, sorry für die, all die Frage, die kriege ich auch alleine aus dem Wasser? Weil ich nehme das Ruder weg und ich schleppe es so hoch, gell? Genau, ich kann sogar am Sitz anfassen und das Ding hochtragen. Wir sind fast fertig. Die übliche Frage, das pumpe ich auf, wie lange dauert so etwas die ganze Installation? 10 Minuten. Okay. Wenn ich es kann, wie ich es ein paar Mal gemacht habe, 10 Minuten. Das heißt, eine Elektropumpe dabei. Ich kann das auch mal mitnehmen mit der Kollegin, genau, zu irgendwie mal einen Tag am Strand oder so. Ja. Und wie groß ist die Packmaß, wenn man alles mitnimmt? Das hier tatsächlich ist ein Sitzerboot, passt hier rein. Das ist die Tasche. Jawohl. Da geht alles rein, da geht dieses Verpackungsmaterial fast drin. Fast wie ein SUP? Ja, wenn ich kleiner. Die hat Rollen vermutlich. Genau. Da geht die Pumpe rein, da geht der Sitz rein, da geht der Antrieb rein. Der Paddel. Paddel, ist alles drin und dann gehe ich damit zum Airport und fliege damit von. Ja. Nach Sardinien. Also und Sardinien. Nochmals, ohne Werbung, ich habe das damals gepaddelt. Das war der Volvo Ocean Race. Die wollte ich unbedingt mal die Booten anschauen. Da konnte ich so ein Ding mieten mit dem Pedalosystem. Ja. Hey, ich war so schnell mit dem Ding. Das war genial eigentlich, ja. Also, herzlichen Dank für die Erklärung. Was vielleicht noch interessant ist, ist das hier vorne ganz links, ist auch ein Einsitzer. Ja. Das ganze, was da steht, das ganze System mit Antrieb und mit Sitz, wiegt nur 16 Kilo. 16 Kilo mit alles? iTrack 9 Ultralight. Ja. Ah ja. Ist das dann mit Woven Dropstitch gemacht? Das ist da das leicht gemacht? Genau. Genau, weil man hat da zwei Sorten Dropstitch. Die Woven ist etwas teurer, das ist das Kreuz, aber es ist dafür steif und leicht, genau, oder? Okay, 16 Kilo für 16 alles. 16 Kilo, gell? In eine kleine Tasche rein und damit in Campervan oder ins Auto oder ins Flugzeug und hat dann echt ein vollwertiges Mirage. Und auch so etwas hat sicher mehr als 100 Liter Auftrieb. Das heißt, die Kinder gehen auch mit Papa Spaß machen, mit Mama und alles. Rutschen wir da zusammen übers Boot und springen da rein und schwimmen. Ja, also ich finde wirklich super Produkt für die Schweiz, die Schweizer Seen, um schnell vorwärts zu kommen. Auch mal, wenn das Problem mit Stand-up Paddle ist, wenn dann dort doch der Wind kommt und muss gegen den Wind zurückpaddeln, das ist dann ein Fluch, oder? Ja. Und mit das hier bist du auch supermobil sozusagen. Ja. Und ist sicher. Naja, danke für die Erklärung. Aber jetzt müssen wir die schweren Dinge noch machen. Die Zusammenarbeit, dass wir es auch hinkriegen, dass es in der Schweiz kommt. Danke.